Alter! Was zum Teufel? Ist ja unfassbar. Das sieht so lustig aus eigentlich. So, Billy, dann gehen wir da hoch. Und... Wow! Gucken, wie Stats haben wir nicht. Nein! Nee. Was man für Stats alles tut, ne? Vielleicht hinter diesen Ranken? Deine Mutter ist eine Ranke. Was? Kann man die... Nee. Eigentlich muss man die auch reparieren können. Auch jetzt auf einmal. Ja gut. Oh, ein Dino. Der hat ein Dino gebaut. Das wäre süß. Und ein Scheißhaufen, wo er sich wieder ekeln kann. Ja, wo er sich wieder ekeln kann. So ein Vollschwachmart, ey. Nee, das ist ja unfassbar. Achtung! Boah. Muss husten, Entschuldigung. Stats sammeln. Oh, waren da genug Stats. Alter. So, jetzt muss der hier ja eigentlich... Ich wollte den anderen! Ich wollte Glatzkopf-Heinz. Glatzkopf-Heinz. Yay! 2 von 3. Wie bescheuert kann man sein? Aber man kann doch hier gar nicht rüber. Wie ist er da runtergefallen? Hä? War das ein Bug? Alles gefixt, gar kein Problem. Sag mal, der ist doch auch... Ach nee, ist ja kein Vibe. Alles nur Männer hier. Deswegen riecht es ja auch so männlich. Mm. Auf den Baumstamm laufen. Alter, leck mich am Arsch. Junge. Das habe ich aber wirklich... Oh, Blaus hat. Das habe ich auch wirklich nur Augenwinkel gesehen. Dass die da ankommen einfach. Ich will die Stats nicht. Oh, ich lasse die... Ich weiß nicht, ich muss die Gewinde unten mal laufen lassen, ich weiß das nicht. Weil ich habe die Musik ja da. Ich habe den ganzen Soundtrack davon. Oh, Blaus hat. Hä, hast du 6? Ah, er kann das auch, oder was? Moment. So. Hast du 6? Hä, wieso kann er denn das? Was? Ja toll, kann keiner. Ach so, wegen... Oh. Bescheuert einfach. Deine Rettungsweste. Eine Rettungsweste, ja. Glatzkopf Charlie, dann komm mal her da und pack die Wummel weg. Obwohl. Yeah, Goodie! Yeah, 4 Goodies, cool. Eine Rettungsweste. Und, ja, und die hilft einem weiter oder was? Hä? Was? Hä? Wie? Was? Alter, das ist doch voll unlogisch. Wie soll denn das denn helfen? Warum liegen hier halbe Eier rum? Da
ist eine Videokamera. Sieht aber ziemlich lediert aus. Hm. Wo siehst du da eine Videokamera? Oh, kann man da einen Film gucken? Hey, nein, nein, nein. Jetzt will ich sie auch mal haben. Gib mir ihren Kopf und gib mir mehr. Da ist ein großer Karabinerhaken. Wow. Die Kamera läuft doch. Ja, ja, ist mal Popcorn. Ist noch am Leben. Der frisst erstmal Popcorn im Hintergrund. Alter. Wo hat der das Popcorn her? Oh. Die und ihren Eric, ne? Der Spinosaurus Level freigeschaltet. Boah, 745.000 haben wir. Alter. Minikips. 4 von 10. Und es ging. Cooper freigeschaltet. Was, nur einer freigeschaltet? Jägerbefehl freigeschaltet. Oh, wir können so viele Autos kaufen eigentlich, ne? Wahre Überlebender, 34. Level abgeschlossen, 35. Geschichte fortsetzen. Weiter geht's. Im Geschäft des Lebens. Ja, da sind wir auch wieder mal. Ich frage mich nur, wo ich hier Autos kaufen kann. Wir sind ja schon wieder bei den komischen Eiern hier. Ne? Da kann ich herumeiern. Kann ich den kaufen? Arbeiter in Gefahr. Nee, ich kann den kaufen. Cool. Oh, 36. 65. Ben Hildebrand. Das ist aber ganz schön teuer, Junge. Muss ich mal so zugeben. Sehr teuer. Wenn die wenigstens mal Moves hätten oder so. So extra Moves, dass man die braucht, aber. Ich glaube da eher weniger dran. Ich weiß gar nicht. Da muss ich ja lang. Dann setze ich mich da mal hinweg und gehe in der entgegengesetzten Richtung. Und suche natürlich Stats und. Naja, eine Autokaufstelle. Finde ich Autohaus sagen. Aber eine Stelle, wo man Autohaus heißt, steuern und kaufen kann. Weil die Autos, die würde ich mir schon gerne kaufen, weil wir haben ja noch genug freigeschaltet. Das würde ich schon gerne noch erledigen. Bevor ich da. Naja, diverse weiter im Geschäft quasi mache. Ein Scheißhaufen. Oh. Ach, hier bin ich wieder. Kann man hier auch Autos kaufen? Und wie kriegt man den verkackten Stein?
würde ich echt immer wissen wollen. Komm schon, jemand muss mir helfen. Das hier ist wie eine Gefängniszelle. Das schaffe ich leider nicht, Junge. Da muss ein bisschen warten. 36 von 90. Oh. Der 90. 90 Steine, um das hier zu aktivieren. Ist schon mega. Schon teuer. Ne? Der macht Skelette verkloppen. Weil es kann. 94. Wieso blau. Hä, wieso werden da schon wieder blaue angezeigt? Ich mich ja wieder setzen. Eigentlich. Alter! Nee, ich steuere die jetzt, weil dann nervt die nicht. Mit ihrem scheiß verkackten Megafon. Alter, bevor die mich hier echt nervt, steuere ich die lieber. Die verkackten Megafon, Alter, das ist ja... Boah. Wir sind kein Stress hier. Das ist unfassbar. So, dann gehen wir mal los hier. Komm ich nie hin? Ja, ich muss halt zurücklaufen. Entschuldigung. Man will halt ja auch was sehen. Und vor allem will ich auch prüfen, ob man hier noch was kaufen kann oder noch was kriegen kann außer Stats. Und ja. Ich meine, ich will es jetzt nicht zu 100% machen. Ich versuch's, aber ob ich das überhaupt schaffe, weiß ich nicht. Kann es halt nicht versprechen, dass ich das auf 100% mache. Ich gebe mir Mühe, ja. Ich weiß halt nicht, wie das so ist, weil das halt mein erstes Lego-Spiel, was ich halt durchspiele und naja. Nee. Bei Lego-Spielen, da muss man ja auch ein bisschen Ahnung haben. Bin ich aus dem Kreis gelaufen? Na Hammer. Na Hammer. Yeah, 700.000. Ja, dann mach mal. Schipp die Alte mal weg. Der nimmt die Alte auf der Schippe, weißt du? Ha, ha. Oh mein Gott. Was muss er denn da jetzt machen? Ach, erstmal einen Schluck Bier genommen. Ach so, ein Ei. Da hat er ein Ei gelegt. Ha. Diese Witze. Ja, wow, ich hab da beinahe einen Fehler gemacht. Gut, dass ich da nicht reingefallen bin. Hätte übel enden können einfach. Und das hat ein bisschen gelaggt. Wenn man das überhaupt möglich hat. Aber man merkt, wenn man es selber spielt, dann merkt man das halt. Man kann sagen, es gibt zwar diesen Beifahrereffekt bei Let's Plays und so, dass man halt als Sehender, der das halt sieht oder anguckt, dass man halt mehr sieht als der Spieler, der das halt spielt. Nur andersrum ist es ja auch, dass man dann so kleine Fehlerchen oder Bugs bemerkt oder Steuerungsfehler, die halt der Zuschauer halt nicht bemerkt. Weil er das halt nicht selber spielt. Das sind so wie klein, aber filigranen Sachen, die man da... Da bin ich doch auch schon mal rüber. Was muss ich hier machen, Herr Meier? Na, den blauen Stats folgen, das muss ich machen. Jetzt will ich auch wieder zu Tat schreiten hier, weil wir im Kreis gelaufen sind quasi. Geh mal hier.
Dann mache ich mal sowas Gelittenes hier. Wie ist das? Ah, hier muss ich lang, okay. Da bin ich ja schon lang, dann geht es ja nicht so weiter. Dann kann ich ja mal hier weitergehen. Ich stelle mir wirklich die Leute vor, die das eingesprochen haben. Weißt du, so. Auch die Frauen so. Weißt du, die. Alter, das ist. Stehe ich mir bildlich vor gerade, wie die am Studio hängen und dauernd ins Mikro stöhnen. Das haben sie bestimmt beim Sex aufgenommen. Weißt du, so. Beim Sex das Gestöhne einfach. Deswegen hört sich das auch so, naja, ich will mal sagen, voller Übereifer, sag ich mal. So, es hört sich so eifrig und real an einfach. Nicht Lidl? Das hört sich nicht Lidl an, das hört sich real an. Letztens ein Abonnent zu mir. Über Skype. Bist du real? Und ich habe geschrieben, nö, ich bin Lidl, weißt du. Das muss ich einfach mal raushauen. Ey. Der hat sich auch kaputt gelacht. Wie jetzt hat er den Witz verstanden? Sonst hätte er sich ja nicht kaputt gelacht. Und für Leute, die den Witz nicht verstanden haben, real ist halt ein Supermarkt, wenn ich das mal so sagen darf. Discounter sind ja Lidl und so. Ja, Lidl hier real ist ja ein Supermarkt und schreibt sich auch genauso wie real. Und deswegen habe ich das halt so, habe ich mir halt so das kleine Späßchen erlaubt einfach. Komm schon! Zieh! Was? Doch nicht! Oh! Zieh! Komm schon! So. Ich weiß jetzt gar nicht, was der für Probleme hatte da. Aber, wow! Was kam da denn angeflogen? Das muss eine gute Motorhaube sein, aber guck mal, wenn ich jetzt so springe und dann warm. Da müsste eigentlich eine Beule drin sein, also. Aber es mag bestimmt ein Markenauto, weißt du? Oder hat besonderen Lack. Da geht Taubenscheiße von selber weg. Bei dem Lack und Beulen, die beulen sich automatisch aus. Gibt's bestimmt irgendwann in der Zukunft. So Autos, wo die sich selber reparieren oder ja, Motorhauben, die sich selber ausbeulen oder sonst irgendwas. Kann man sich vorstellen, ne? Ich meine, die Technik, die wird ja mal ausgereifter und warum nicht an sowas, ich will nicht sagen unschaffbares denken, weil, Moment, weil bei dem PC hat ja auch keiner gedacht, dass der mal die deutschen Haushalte erobert. Die deutschen Haushalte! Ja, dass er die halt erobert und hätte niemand gedacht, weil der PC war ja damals ein, ich sag mal, Bastlerprojekt. Ne? Also, so war das halt mit dem PC und so ist es halt ja immer noch nicht, aber das sind halt die Anfänge gewesen des PCs. Das sind einfach nur Bastler gewesen, die irgendwas zusammengeschustert haben. Und ja, dann an sowas gebastelt haben einfach. Moment.
Wer sich für sowas interessiert, also die Geschichte des PCs oder so, gebt das einfach mal bei YouTube ein. Die Geschichte des PCs und so. Also viel mit Bill Gates und alles. Und ist sehr interessant. Kann man echt gucken, also die Doku. Kann man sich geben. Was? Alter. Was ist denn hier los? Geile Ansicht. Ach so, der kommt ja nicht hier. Hey. Der kommt ja hier gar nicht. Die kommen hier gar nicht hoch, ne? Ich muss hier die Dinger. Ach so, ich. Habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Im Eifer des Gefechts hier. Im Eifer des Geschlechts, weißt du? Oh. Ja, gut. Ja, spring da durch, genau.